Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr Lieben an den Bildschirmen, Tablets, Smartphones zu Hause, die Sie diesen Gottesdienst mitfeiern. Heute ist Karfreitag, der Tag, an dem Christinnen und Christen sich daran erinnern, wie Jesus von Nazareth am Kreuz hingerichtet wurde. Der Tag, an dem wir uns besonders bewusst machen, dass Gott uns nahe ist, in allen Zeiten, besonders aber in Zeiten des Leidens und des Todes. So grüßen wir Sie aus der Predigerkirche in Erfurt mit dem Spruch des Tages: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag gehen wir jedes Jahr in den Gottesdiensten den Weg, den Jesus ans Kreuz durch den Tod und zur Auferstehung gegangen ist, mit. Heute denken wir an das Leiden Jesu, an seinen Tod am Kreuz. Heute lasst uns mit ihm die Leere und das Warten aushalten. Wir werden die Passionsgeschichte nach Matthäus aus der Bibel hören und in aller Stille diesen Videogottesdienst beschließen. Eingefügt in die Lesung der Leidensgeschichte Jesu hören wir die Choräle aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Aus gegebenem Anlass werden sie heute solistisch vorgetragen. Ich wünsche Ihnen zu Hause eine gesegnete Zeit mit diesem Gottesdienst und eine gute geistliche Erfahrung. Karfreitag handelt von einem, dem wird die Schuld aufgeladen. Der nimmt sie auf sich. Der weicht nicht aus. Der weicht nicht ab vom Weg, auch wenn er ihn in den Tod führt. Karfreitag erinnert uns an einen, der wird verhöhnt. Dem wird die blutige Krone aufgesetzt. Der wird verurteilt. Der schweigt. Karfreitag erzählt uns von einem, der trägt sein Kreuz. Der trägt sein Kreuz wie ein Zeichen, das himmelwärts weist. Der weicht nicht ab vom Weg. Der trägt sein Kreuz. Der trägt den Tod. Der trägt unser Leid. Der trägt uns wie ein Bruder. Karfreitag handelt von unserem Leben,
vom dunklen Teil unseres Lebens, von der Angst und dem Schmerz, von der Not und der Ausweglosigkeit, von der Schuld und der Sprachlosigkeit. Karfreitag erinnert uns an unser Leben, an das, was wir verloren haben, an das, was wir schuldig geblieben sind, an das, was unerfüllt geblieben ist. Und Karfreitag ist die Geschichte von einem, der führt uns zu neuem Leben. Er hilft uns wandeln. Er hilft uns auferstehen. So können Musik und Stille zum Raum werden für unser eigenes, ganz persönliches Nachsinnen. Amen. So sei es. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Ich bin's, ich sollte wissen, an Händen und an Füßen, gebunden in der Hölle, die Geißeln und die Banden und was antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Nach dem Mahl aber gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werde ich zerstreuen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht.
kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Was mein Gott will, das geschehe allzeit, sein Wille ist der Beste, zu helfen, den ist bereit, die an den Glauben feste, die hilft aus Not dir fromme Gott und züchtiget mit Maße. Wir Gott vertraut, fest auf ihn baut, den wir nicht verlassen. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und lasst uns gehen, siehe, er ist schon da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würde aber dann die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich gefangen zu nehmen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis zum Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte.
Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten, und fanden keins. Aber Jesus schwieg still, und der Hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist's, der dich schlug? Wer hat dich so geschlagen? Mein Heil und dich mit Plagen so übel zugericht. Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder von Missetaten weißt du nicht. Petrus aber saß draußen im Hof. Und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Am Morgen aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Ist in Himmel.
Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit dem Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hingingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trag. Und als sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, dass er es schmeckt. Und als sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama, asabtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied.
Lasst uns beten. Jesus Christus, wir stehen unter deinem Kreuz und beten dich an. Unter deinem Kreuz weinen wir um die Toten. Unter deinem Kreuz leiden wir mit den Trauernden. Unter deinem Kreuz klagen wir über die Macht des Todes. Wir vergehen, wenn nicht du die Toten rettest. Erbarme dich. Unter deinem Kreuz weinen wir mit den Enttäuschten. Unter deinem Kreuz leiden wir mit den Verlassenen. Unter deinem Kreuz klagen wir über die Macht der Gleichgültigkeit. Wir vergehen, wenn nicht du die Verzweifelten rettest. Erbarme dich. Unter deinem Kreuz weinen wir über die nicht endenden Kriege. Unter deinem Kreuz leiden wir mit den Opfern von Hass und Gewalt. Unter deinem Kreuz klagen wir über die Macht des Bösen. Wir vergehen, wenn nicht du die Verhungernden rettest. Erbarme dich. Jesus Christus, du Gekreuzigter, rette uns durch dein Kreuz, erlöse uns durch deine Liebe. Überlasse uns nicht dem Tod und erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin durch das Dunkel dieses Tages, hin zum Licht der Auferstehung. Geht in diese Tage als Gesegnete Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.